Semiramis. She chooses death rather than suffering dignity. As will the Queen Zenobia. Self-destruct sequence initiated. All personnel evacuate immediately. This sequence cannot be aborted. Repeat. Checkmate. Oh, fuck. It appears my bright young assistant has made the last move. Now, have I made things clear to you? Clear as day. Now we finally have a target. Start counting, Morgan. Not the most original last words, but best of luck, gentlemen. Tja. So viel. Chris! Right. First, we gotta get out of here. Ja, first ist gut. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen mit einer neuen Folge Resident Evil und einer spektakulären Folge. This is Patrick, Crook here at your service. I'm on standby over the Queen Zenobia. Rendezvous on the foredeck. There's not much time, so get moving. Repeat, this is Patrick. Jill, los, the foredeck is this way. Renn du mal vor. Oh, diese Türen, ich hasse es. Na los, geh auf. Das Schiff explodiert und wir müssen auf die Tür warten. The explosions have started. We're out of time. I'm jumping down. Super klasse. Oh. Einfach nur weg hier. Und durch. Oh. Hier. Munitionskiste, Pistole. Nehmen wir einfach mit. Oh. Jill, this way! Oh. Ja, war ja Chris! Klar. I'm okay, but I can't get through. I'll find a way around and meet up with you. Ja, war ja klar. Oh! Das war der Parker. Parker! Oh! Hi, Jill. Can you stand, Parker? Thanks, Jill. Jessica shot me. She's working for Morgan. Jessica? Mit Jessica hab ich da jetzt aber auch nicht so doll mit gerechnet. Hier ist ein Knopf, den müsst ihr wieder drücken. Den Notausschalter für den Dampf, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Ach so. Hm. Naja, ja. Der arme Parker. We're not getting past that. Ist doch so klar. Das kann doch nicht wahr sein. Can't we turn it off or something? Oh, das ist doch nicht wahr. Und wieder zurückkumpeln. Oh. Don't get cocky! So. Schnell, schnell weg hier. Kommt er uns nach? Nee, ist tot. Gut. Das Problem wenigstens nicht an den Hacken. Parker! Chris, I'll explain later. Just back me up for now. Roger that. I'll take the lead. Follow me. Oh, das ist so nicht wahr. Lad durch.
ist. Ob der Parker das schafft, ich denke schon, aber... Raymond, I'm sorry. I should have trusted you. Tja, ich kann es Ihnen dann persönlich sagen, wenn du wieder triffst. Aber erstmal sollte man hier rauskommen. Ich hoffe, im zweiten Teil, der jetzt demnächst rauskommt, werden sie auch die Waffenzons ein bisschen neu machen. Chris, we may not. Yeah, I know. But we're not leaving anyone behind. I'm really slowing you down. Damn. Aber so ein paar spielmechanische Dinge sollten sie neu machen. Oh nee. Oh Gott. Alter, den 150 Kilo Mann. Mit einer Hand. So pure Muskelmasse. Nee, ne? Parker. Jill, we have to go. Yeah, Chris. I know. Ja. Beginning countdown for self-destruct sequence. We're out of time. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass wir den Parker verlieren. Ich dachte, wir wären überlebt ist. Aber anscheinend doch nicht. Armer Kerl. Naja. Würde ich jetzt gerne mal wieder rausnehmen. Und mir die MP5 mal wieder zu eigen nehmen. Machen wir dann den Schaden nochmal drauf. Großes Magazin. So. Da könnte ich eigentlich die Pistole. Wo habe ich denn die? Draufgepackt. War das? Zack, zack, zack. Hier, es war Mannstoppwirkung. Die 50 Schuss hier brauche ich ja eigentlich nicht. Wo habe ich denn die Munition drin? Also es sind mal 80 Schuss, meine ich jetzt. Das hier? Nee. Schaden mal 80 da. Kann ich doch rausnehmen. Pack ich den 20er rein. Das reicht ja auch schon aus. Ja, da brauche ich nicht. Ach so. Hä? So, jetzt hier. Zack. Dann packen wir hier noch von der Mannstoppwirkung raus. Schuss aufladen. So, stoppen. Mal hier noch rein. So, ein großes Magazin. Geht auch. Und los. Damn! Ah, oh, der schon wieder. Let's just take care of it. Das ist wieder ein Wettlauf mit der Zeit hier. Hau ab, hau ab. Kann doch nicht wahr sein, Mensch.
dem engen Raum hier. Ja, endlich. Und jetzt schnell drehen. Und ist weg. Ja. Schrotflintenmunition 16 plus. So, das brauchen wir auch wieder. Das ist ein Art-Tintenfisch, oder? So. Heilung, schnell mitnehmen und weiter. Sie aufhalten lassen. Ja. Jill, this way! So. Wir müssen nämlich mit und hier hoch. Gerade noch so. Almost there, Chris. Let's gun it. So, Heilung ist wieder voll. Mehr können wir nicht mitnehmen. Kurt here. Are you both good? I'll fly around to the foredeck. Hurry! Ja, zum Vordeck müssen wir jetzt wieder. Boah. Jetzt haben wir schon eine Schlagseite. Jill, look out! Oh. War vielleicht doch keine so gute Idee, auf ein explodierendes Fass zu schießen. Jill, run! The ship's gonna sink! Ah, wird echt knapp, glaube ich. Nee. Oh nein! Oh. So ein Scheiß. Wie viele Fässer gibt's denn hier auf dem Schiff? Hurry, almost there. Ja, gleich. Oh Leute, das wird echt knapp, glaube ich. 50 Sekunden noch. Ja, noch ein Heli. Ach du Scheiße. Nicht das. Was ist denn das? Ja, was willst du dich darum später kümmern? Der Pilot ist tot. Alter, Leute. Was ist denn das für ein Vieh? Das ist ja noch fast so schlimm wie das in Resident Evil 6. Das Riesen-Veska-Vieh. Aber nee, das war nicht Veska. Naja, egal. Gut. So viel zu dieser Folge. Und ich denke, hier mache ich auch gleich wieder Schluss, wie immer. Und wir sehen uns dann auch wieder in der nächsten Folge erst wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zur nächsten Folge.